Oh ja, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Need for Speed Most Wanted, wo wir in diesem Part dabei sind und ich ein bisschen den Sound minimal runtergeregelt habe nochmal vom Game und hoffentlich deswegen auch der Sound grundsätzlich in Ordnung ist. Aber das wird man dann sehen in diesem Part, wenn es soweit ist. Dafür muss ich, glaube ich, die Ingame-Musik auch lauter stellen, weil die ist extremst leise. Das ist so ein bisschen das Problem. Das hätte ich echt anders lösen sollen als so. Menu Music. Nein. Oder so. Die Menümusik könnte echt lauter sein. So sollte eigentlich alles irgendwie halbwegs passen. Außer vielleicht der grundsätzliche Sound von all dem, was man da gehört hat. Das weiß ich, dass das ein bisschen zu laut war meistens. Soundeffekte grundsätzlich bitte auch etwas leiser. Oh je, nee. Sind wir nicht gut durchgekommen? Wir sind trotzdem nicht weit weg von Turbo Freak. Ja, der ja lustigerweise der schnellste war. So ein Freak, Alter. Okay, jetzt sind wir fast. Okay. Okay, wir sind zumindest näher dran gekommen. Das allemal. Ich muss hier wahrscheinlich ein bisschen den Speedbreak nutzen. Um da halt wirklich durchzukommen. Okay, dort vorne. Das ist jetzt noch die Kurve und. Dann schön 320 km/h und dann hier natürlich viel zu spät. Aber naja. So ist das halt. Hey, die Schwierigkeit muss doch immer noch auf. Oder kann es sein, dass die Schwierigkeit auch runtergestellt worden ist? Dadurch. Das kann auch sein, ne? Optionen, Video, Gameplay, Player. Ganz komisch. An dieser Stelle habe ich echt keine Ahnung, weil die waren auch zum Teil schwierig, die Gegner. Und zum Teil gibt es die aber echt gar nicht. Oh. Also, habe mich ein bisschen verguckt unten auf der Map. Kein Problemchen, aber hat man gut im Griff. Vielleicht sogar außen rum halt theoretisch den meisten Speed zu haben, aber warte, da außen hat man gar keinen Speed. Ich darf nicht vergessen, dass es nicht irgendein Rennspiel ist oder Formel 1 oder so. Da sind die Kurven halt nicht dafür so ausgelegt, dass man außen auch mehr Speed grabben kann. Das ist nicht wirklich so möglich. Und da drüben, okay. Haben wir auch einmal eine Radarfalle gehabt, das weiß ich noch. Gut, glaube ich, haben wir recht gut und schnell durchgeschafft, ja. Über den Wagen von dem anderen drüber gesprungen. Da muss ich echt noch die Schwierigkeit gucken. Vielleicht sind wir echt zu schnell mit dem Wagen. Vielleicht aber auch ist der Wagen einfach nur. Zu einfach. Vielleicht ist es nur mit dem Wagen zu einfach. Vielleicht ist es aber auch die Grundschwierigkeit, die wir hier falsch eingestellt haben. Players. Nein. Gameplay war das, wenn dann. Rotate. Nein. Komm, gehen wir dann deswegen kurz mal raus. So. Gameplay. Rotate. Player. Da muss es auch schwer sein. Okay, dann muss es halt echt so einfach sein in der Zwischenzeit. Ja, vielleicht habe ich mich halt in der Zwischenzeit natürlich dran gewöhnt. Wer weiß. Blacklist 15. Race Events. Jetzt haben wir zwei Maximum-Rennen.
Ja, jetzt erstmal. Komm, machen wir das hier zuerst. So, und wie im letzten Part angekündigt, habe ich nur meinen Tee und ich hoffe, der ist nicht zu warm. Ist ja mega übelst perfekt. Oh, Mango. Oh, Alter. Dieser Tee zieht so rein. Der ist schon pervers. Ja, genau, zieh noch mehr da rein. Scheiße, Alter. Gut, ich habe mir halt echt viel rausgenommen. Das ist auch manchmal gut, einen Speedbreak zu haben. Müsste auch recht schnell sein. In solchen Kurven kann man mit den beiden Sachen richtig viel einholen. Und hier kommt gleich die Polizei. Wir sind aber ganz knapp dran vorbeigekommen. Krass. Und das wäre es, wenn wir mal wieder es irgendwie schaffen, das zu überleben. Ich weiß noch, am Anfang vom LP hatten wir irgendwie voll das Glück, dass nie eine Polizei kam. Das war bei mir sonst nie. Und da ist es plötzlich so, dass ich plötzlich immer Glück habe. Also das ist das vielleicht, was ein bisschen so besonders ist an diesem LP, weil... das hätte ich sonst echt noch nie gehabt. Scheiße. Immer noch 236 km/h. Kann man doch trotzdem noch sehen lassen. Da hatte ich einfach zu viel Speed nach unten hin. Hat sich jemand übelst gedreht gerade da unten, ne? Mit den Gegnern. Ich kann das natürlich nicht immer einsehen. Oh! Natürlich nicht immer einsehen. Oh Gott. Das war mal wieder richtig gut. Hätte man viel, viel mehr schaffen können. So. Wir wissen ja eh, das Audio da eh auf Englisch ist, also kein Problemchen. So. Zack. Wow, 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 wow. Kann das sein, dass die auch zu laut sind? Options. Audio. Speech Volume. Seid bitte leiser. So. Ich würde schon merken, wenn sie reden können oder wenn halt nicht. So. Doch, man hört sie noch gut genug. Ich habe ja gesagt, leise genug. Das ist gut so. Vielleicht war das sonst davor immer zu laut aus meiner Sicht. Und jetzt kann ich halt natürlich über die drüber sprechen, was eigentlich optimal ist. Hm? Vor allem ist wieder Polizei, ey. Natürlich wissen sie, wie die Route ist, wo wir fahren. Das weiß natürlich jeder Polizist. Alter. Noch langsam hätte man da echt schon gar nicht mehr fahren können. Na gut, aber wir sind gleich im Ziel. Haben eh genügend Abstand, also... no problems. Was müssen wir denn machen? Wir müssen länger als... okay. Länger als 8 Minuten. Ja gut, dann machen wir das. Ach, das zählt nicht von gerade eben. Typisch bei Polizei. Zuerst mal Tee trinken. Und zu sehen, wie die Polizei da einen Unfall baut.
Jetzt fahren die anderen noch da vorbei, vor der Kanne wahrscheinlich. Ja. Ich fahr jetzt mit dem, Alter. So. Ich fahre hinter dem her, damit die Polizisten das Recht zu dem auch mitkommen. So. Ich muss ein bisschen langsamer sein. Also ruhig ein bisschen schneller wieder. Wir verfolgen den jetzt einfach gnadenlos. Also jetzt muss ich wieder langsamer fahren. Na gut, die Stufen gehen wenigstens schnell genug hoch. Wir haben jetzt auch bestimmte Anzahl an Polizisten auf Streifen. Wow. Die fahren sich schon kaputt bevor... Hallo? Gut, warten wir einfach. Warum denn nicht, ne? Was haben wir sonst noch so zu tun, sonst? So, die zweite Stufe. Bam. Okay, den anderen haben wir schon längst berührt. Ich wollte es nur noch mal wissen. Den Schnellflüchten haben wir schon gemacht. 8 Minuten müssen wir, und in 8 Minuten müssen wir natürlich genügend Kopfgeld sammeln, ist natürlich klar. So. Okay, dich crashe ich deswegen noch nicht. Dann hat es aber auch nicht geschafft, hierher zu kommen, also crashe ich dich allgemein nicht. Hast echt Glück. So, ich trinke mal wieder Wendessen meinen Tee. Tja, wenn man halt nichts Besseres zu tun hat, kann man das einfach Wendessen machen, dann wieder Gas geben und ein bisschen Tee nachschütten. So. Ist runtergefahren. Oh nein. Mit Vollgas. Oh, du bist ja echt so ein Schlaukopf. Jetzt haben wir kein Backup mehr wegen dir, weil du einfach hochgefahren bist. Wobei wir es lustigerweise gebraucht hätten. Ich glaube, ich spinne. Immer diese Need for Speed Most Wanted Logik. Und das ist jetzt einfach kaputt gegangen. Der ist jetzt weg. Gott. Hey, einmal umdrehen. Einmal Vollgas geben. Wetten, der despawnt genau vor mir. Da vorne sehe ich ihn. Gut. Ich auch nicht kaputt, wenn ich auf dich fahre. Oh Gott. Was haben wir in der Begrüßung? Da vorne ist was. Der Wagen ist sehr instabil mit langsamer Geschwindigkeit. Kann ich schon mal so sagen. So. Mal schön. Einfach richtig mal. Gut schauen. Jetzt noch einmal hier umdrehen. Und da ist jetzt gar keiner mehr übrig. Oh Mann. Es kommen nur zwei hinter mir her. Das ist so typisch, diese Polizei, Alter. Macht einen echt nicht stolz.
Und sonst, glaube ich, sehen die Straßen auch besser aus, als sie aussehen. Ja, doch, doch, sieht so aus, ne? Aber das sieht echt so aus. Könnte ich nicht noch ein bisschen Grafik hochschrauben sogar? Komm, du, gucken wir das einfach mal. Was gibt ja noch hier? Advanced. Dann gehe ich mal in Advanced. Oh, ja, was geht denn da ab? Jo, warum so wenig? Eieieiei. So. Danke. Das sieht... Alter, das sieht doch mal nach was aus. Das ist noch nicht mal Grafik. Ja, warum habe ich das nicht... Oh, richtiger Schlaukopf. Guckt euch das doch mal an. Das nenne ich mal eine Straße. Jetzt läuft es unflüssiger. Warum tut es das? Und das hat es am Anfang ein bisschen getan. Es bekommt doch schon ein paar Drops. Wundert mich. Also ich guck's mir auf jeden Fall an. Alter, nee. Hä? Alter, ist mein System doch eh kaum ausgelastet. Was ist da los? Na egal. Schnell wieder zurück. So, stellen wir wieder zurück. Ah, V-Sync könnte vielleicht noch ein Problemchen gewesen sein. So. Wie viele Frames haben wir denn? 44, echt nur? 60. 60? Wir gucken jetzt einfach mal. Das ist extra einfach. Ist ja jetzt mal so an. Okay, durchgeschafft. Okay, jetzt funktioniert das anscheinend wieder. Es ist halt schon gelockt, anscheinend bei 60 FPS grundsätzlich. Okay, wir haben es hinbekommen. Das hätte ich echt von Anfang an machen sollen. So. Und dadurch sieht es halt jetzt wenigstens sauberer und besser aus. Ja, super. Habe ich natürlich gewusst. Aber es bekommt trotzdem, wenn das ein paar Drops, wenn ich genau diesen Modus hier anscheinend einschalte. Oder doch nicht? Hm. Crazy. So. Alter. Das ist das, was mich, glaube ich, ein bisschen wundert. Dieses System will halt nicht bei 60 FPS hin, aber es ist davor auch nur auf 90 FPS gegangen und hat kaum was genutzt an Grafikleistung. Also ein bisschen das, was mich immer wundert bei solchen Spielen. Solchen alten Games. Oh Gott. Oh Gott, danke, dass du dich noch rumbewegt hast. Die Minuten haben wir ja bald durch. Geht halt echt nur noch darum, den Rest hinzubekommen. Ich das auch am Anfang gewusst mit der Einstellung, dass ich das so machen kann. Das hat mir echt einiges erbracht, sagen wir es mal so. Okay. Das sieht sie so an sich echt mega sauber nun aus. Ich habe mich schon gewundert, woher denn nämlich der Rest, warum dort der Rest überhaupt gefehlt hatte. Okay, ich dachte kurz gerade, jemand wäre ausgeschieden. Das ist natürlich nicht optimal gewesen. Und dafür eigentlich eh nur gegen einen Fahrer fahren, kann ich eigentlich langsamer fahren. Eigentlich nur warten, bis halt irgendwann mal, ne? Hier die Verstärkung kommt. Wir kriegen das Kopfgeld einfach nicht hoch. Ich hätte schon sagen. Ich muss währenddessen was trinken. Und toll, jetzt muss ich bei dem bleiben. Okay, passt. Hab wieder jemanden.
Danke, dass du kurz auf mich aufgepasst hast. Schon 24 angeditscht. Schon 25 angeditscht. Da vorne haben wir noch ein Rhino. So. Alter. Ja, da wird uns sogar geholfen. Alter Schwede. So. Und das ist natürlich schön, dass ich jetzt weiß, dass die Grafik auch ein bisschen mehr unterstützt. Wenn man halt will. Wenn man es halt auch wenigstens eingestellt hätte. Hat man aber nicht, also. Ist so dumm davor. Wir müssen hier echt viel zerstören. Und jetzt müssen wir nur noch zerstören. Alter, zum Glück hatten wir das Nitro. Krass. Sonst wären wir nie im Leben durchgekommen. Wollte ich den jetzt volle Pulle erwischen? Deswegen fährt man hier meist auf der Autobahn, weil die doch recht gut nervig sein können. Sollte man die zuerst mal wegbekommen, bisschen. Gut. So. Sonst scheint es auch keine Frame-Drops zu haben. Scheint dann echt sonst stabil auf 60 FPS zu laufen. Das ist, was mich halt so ein bisschen wundert. Ich kann ja mal reinhören, ob mein PC irgendwie irgendwelche Erschöpfungsmüdigkeiten macht. Okay, bisschen schon. Also das scheint doch wohl jetzt auch meinen PC sogar leicht zu buffern. Also wohl passt das genau perfekt zu dem PC und es sieht doch auch, muss man sagen, ultra nice aus an sich. So viel kann man ja schon sagen. Das hat von Anfang an gewusst, ey. Alter, das ist immer eine Rumschlenkerei. Hier ist jetzt irgendwie alles abgesperrt wegen der Polizei oder wie? Ich glaube, das gehört mit der Mod dann dazu, weil das gab es ja sonst nie. Boah, den einen habe ich mega ultra verarscht. Und auch die Kamera. So. Gut. Das reicht vollkommen aus, mal durchzucrashen. Wir haben immer noch nicht genügend. Und wir werden wahrscheinlich auf die 5. Stufe hochgehen müssen. Also das Beste vom Besten. Combo? Haben wir auch hinbekommen. Aber ist nicht gut genug. Das war mal interessant. Einfach nur nochmal anditschen. Das scheint wahrscheinlich zu reichen. So, wir müssen eh 2 Minuten warten, wegen der Verstärkung. Wir sind eh noch ganz gechillt, mitten auf der Straße. Wie gesagt, mitten auf der Autobahn. Ganz gechillt, chillerig. Und es läuft sogar jetzt flüssiger als davor, das ist das, was mich am meisten wundert. Davor ist es mit angeblich 90 FPS gelaufen, aber es sah unflüssig aus. Jetzt läuft es mit 60 FPS. Wahrscheinlich hätte ich echt V-Sync von Anfang an anhaben sollen. Und dann versucht es halt auch nicht mehr zu machen, als das, was der Monitor kann. Wenn ich natürlich so ein Monitor dann wirklich nur 60 FPS... Nee. Das kann doch wohl nicht angehen. Okay. Ich dachte schon... Ja, das nächste Backup wird auf jeden Fall auf Stufe 5 sein. Oh je. Das wird schön. Das heißt, ich muss auf jeden Fall sehr, sehr gut dann drauf sein. Man kann da sehr, sehr viel Zeit verlieren. Das allemal. Das will man vielleicht nicht. Die Dodge Viper ist gerade bei langsamen Geschwindigkeiten, was halt theoretisch genau Stadtgeschwindigkeiten angeht, dann ist sie zu langsam. Okay, jetzt bekommen wir da. Oh. Sieht immer so krass aus. Alter, diese Wagen haben so einen Carnage dann.
Schon einer kann zum Problem werden. Sieht man auch schon hier. Er versucht sich perfekt davor zu positionieren. Was darf man in der fünften Stufe mit zu vielen Wagen erst recht nicht passieren? Das wäre dann mehr als nur tödlich. So. Auch schön zerstört. Alter Schwede. Stufe 5. Jetzt haben wir die geilen Kerle wieder zurück. Ich glaube, ich werde ein bisschen flüchten. Nein! Jetzt haben wir 24 Wagen auf uns. Haben wir einfach so durch. Oder so. Meine Güte. Das ist ja übelst gefährlich. Jetzt fahren wir hier einfach durch ein paar Geschäfte und so durch. Durch eine Tankstelle wie hier. Okay, wir kommen deswegen gerade so durch. Alter Schwede. Kamera. Danke. Jetzt haben wir einfach über 600.000 Kopfgeld allein in dieser Stufe gerade uns die Verstockung da war geholt. Das ist krank. Wenn die einmal nur hoch ist, ich weiß, wir haben schon längst den Part überzogen, aber man kann ja nicht währenddessen einfach aufhören. Vor allem nicht, wenn man den Part wenn man allgemein die Aufnahmen beenden möchte. Da muss man dann schon ein bisschen weiter machen. Fährt alle hier schön durch. Okay, jetzt bist du wieder auf dir. Okay. Hier sind anscheinend nur noch 4 übrig. Alter. Das Kopfgeld hat man hier echt schnell angesammelt. Oh Gott, jetzt brauchen die nur noch. Jetzt brauchen die nur noch 1 Minute 30 um Gesamt. Gott. Das ist echt mega kurz. Ist ja gar nichts mehr. So. Ich will doch am liebsten Vollgas geben. Um die so gut es geht schnell wegzuhaben. Ja, da knall ich da dagegen. Und wir haben immer noch Korvetts, das ist halt das Heftigste. Was? Warum? Er war doch schon längst weg. Oje, meine. Es sind immerhin schon wieder 3 Wagen hinter mir. Das ist schon krass, wir sind zum ersten Mal überhaupt auf dem Golfclub wieder mal gelandet. Jetzt erstmal die hier weghauen. Zumindest zum Teil.
Dann ist der da auch weg. Da vorne. Ui. Wir haben es gleich. Wir müssen da entlang. Ach, geschafft. Gut. Dann sag ich doch mal, vielen Dank, dass ihr dabei wart in diesem Part bei Let's Play Need for Speed Most Wanted. Wir gucken noch mal, was es alles noch so zu tun gibt. Für den nächsten Part, bis wir wirklich zu Rookie kommen. Dann noch eine Verfolgungsjagd. Und dann war es das. Okay, nicht eine, ja, wahrscheinlich auch eine Verfolgungsjagd. Aber gut, dann sage ich nochmal vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play Need for Speed Most Wanted. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank und ciao.